wear these shoes, it's destroying the whole outfit. What is this? Lisa, you think we should pick banana? No. No? Good. Meine lieben Damen und Herren, wir befinden uns mal wieder am Flughafen. Und heute, Freunde, geht es in ein Land, wo ich noch nie war. Wir haben es im letzten Vlog schon gesagt, George war schon mal als Kind. Wobei ich war auch in einem Land, war ich glaube ich auch schon mal als Baby. Aber an dem Ort, wo wir hinfliegen, ihr seht ihn dann später. Lasst euch überraschen, das wird sehr, sehr cool. Plus, Freunde, wenn alles gut geht, ich bete wirklich dafür, ich hoffe es, sehen wir heute auch Lisa. Wir boarden auf jeden Fall jetzt gerade, haben vorhin schon eingecheckt alles. Digga, ich habe 20 Kilo hat das Gepäck eigentlich nur wiegen dürfen. Ich muss ein bisschen leiser reden. Es hat 26 gewogen und die waren so ehren und haben es einfach durchgehen lassen. Wir steigen jetzt einfach in den Flieger und fliegen hoch hinaus über die Wolken in hoffentlich ein etwas wärmeres Land. Geh nicht ein bisschen mehr zu mir. Starten den Vlog direkt mal ein bisschen mit einer Challenge für George. George hat neben sich eine Dame sitzen. George, ich würde jetzt mal sagen, du wirst jetzt mal direkt versuchen, hier für dich ein Date zu klären. Ich bin noch nicht zu allein. George, du kennst dich selber, George. Du wirst es bereuen. Mann, es ist weird gerade. Ich muss komplett leise reden und ich weiß nicht, ob sie mich hört oder nicht. Manon hat das Talent, so normale Situationen awkward zu machen. Ganz interessant. Entschuldigung, sorry, is it your first time flying to, you speak German? Just good, good there? Very beautiful there. Yeah, the beautiful is. You single? I'm it. Ah, okay. I'm visiting there my girlfriend and he's a bit, little bit afraid to speak to women, so I... He's lying. But thank you very much and have a nice flight. George, ich wollte einfach nur helfen, ich verstehe nicht, was das Problem ist. Jetzt haben wir hier 3 Stunden Flug verorganisiert. Einfach feiern, wie das ist. Wir, verdammt nochmal, sind angekommen. 2,5 Stunden geflogen. Sollen wir jetzt schon verraten, wo wir sind? Ich habe keine Ahnung. Wir sind in Afghanistan. Wir sind gelandet und zwar in der Türkei. Ja, wir stehen noch am Flughafen, Freunde. Wir warten nämlich und zwar auf niemand anderen als die liebe Lisa, die jetzt gerade gelandet sein sollte. Und ich schwöre es euch, ich habe ein bisschen gezittert. Man braucht zwar für hier kein Visa, aber es waren dann so komische Sachen beim Flugbuchen und so weiter. Deswegen war ich ein bisschen verunsichert und ich bin echt gespannt. Ich bin schon ein bisschen nervös, bin ich ehrlich. Wir haben uns jetzt 2 Wochen oder so nicht gesehen. Und ja, keine Ahnung, ich habe es bekommen, wie man in so einer Situation umgehen soll. Ich freue mich wirklich, Freunde. Es wird, glaube ich, eine geile Zeit jetzt hier. Digga, ich bin so ein bisschen nervös, Bro. Ich hasse solche Situationen eigentlich. Ich freue mich extrem, sie wiederzusehen, aber scheiße, Mann. Kann, ich bin gerade so ein bisschen müde. Ich fühle mich gerade so, wie wäre ich in einem Traum irgendwie. Ich weiß nicht, George, da... Jedes Mal, wenn irgendwo Mädels sind, sag mir sofort George. Ja, Bro, weil du wärst derjenige, Digga, der letzte Woche... Ich will einfach nur eine verdammte geile türkische Fleischplatte essen gerade mit Lisa zusammen. Merhaba, günaydın. Chef, auf einmal ist ihre Schwester dabei. Für dich, George. Schauen die so aus wie Russen, die Leute, die da gerade rauskommen? Das Ding ist halt auch, Leute, wir haben kein WLAN, kein Internet, deswegen wir können gerade nicht kommunizieren. Hi. Wie geht es gut? So, Freunde, we together again. Lisa, 10 days we don't see you in Russia. 10 days. I miss you, baby. I miss you more. I think I miss you more. George, stand, Freunde, müssen wir das mal stehen. George just stands here and... Five hours like this, and they don't give me food. It's not free. I don't have another money, you know, just rubles. Yeah, I'm hungry. Baby, it's, you know, it's when you have so a billige airline gebucht. How you fly? Comfortable, right? No, it was, George, was gut. Also, Mann, wir sind im Apartment angekommen. Und George, zu deiner eigenen Sicherheit würde ich dir empfehlen, wir haben 3 Schlafzimmer. How is it in English, George? George, downstairs. Okay, George, it's comfortable for you. Okay, Freunde, ich zeige mir gleich das Zimmer. Wir sind in der Türkei, Freunde. Verhältnismäßig auch recht preiswert. Ist schon heftig fett, oder? Ich glaube, 120 Quadratmeter, Freunde, glaube ich. Haben ein Bett, Freunde. Das ist stark. Das Badezimmer. Und George. Ja, George, dein Zimmer ist unten. Wir haben sogar einen Balkon, Alter. What the f***? You want to eat something today? Yes. George? Nein, no, ich esse heute nicht. George, nicht mehr? Deswegen,
Das ist okay. So, das ist einfach, das könnte auch auf einer anderen Webseite sein, das ist so bunt. Viel Spaß. You know, Taxi Driver scammed us. We paid double price. You need to protect your man. You understand? Imagine I'm protecting my name. It was famous. No. And in Germany, they say ships. And sometimes Austrian people make fun of German people. And German people make fun of Austrian people. Because they make fun of Germany. No, I don't make. I love my people out there. Okay. A lot of people. You say ships? Not chips, ships. Yes, right? No, we say chips in Austria. Where we're from. Germany say ships. Yes. And he said McDonald's for you also. No. You was McDonald's yesterday. I never eat McDonald's. Yesterday you was. Say no, never McDonald's. No, never McDonald's. No, never. You never tried more yummy chicken? Yes. Boah, auch dieses Beatty Kebab. Wenn der Pump morgen im Gym nicht dieses andere Level wird, dann weiß ich auch nicht. Mmm, boah. Baby, I think you can do this, right? So Freunde, Laden Nummer 2, Freunde, wo wir jetzt sind, Dürüm Chü. Die haben leider kein Dönerfleisch mehr, aber wir haben jetzt einfach Chicken genommen. Mal schauen. Gut? Mm-hmm. Gut? Mm-hmm. Boah. Mmm. Very much yummy. Mm-hmm. Ah! You bite my calf! Aua! Freunde, wir haben mittlerweile den nächsten Tag. I say we will now check out the gym. Es ist wirklich so bodenlos, Freunde. Es tut mir leid, bitte verzeiht mir das. When you're not with me, you don't train. You know, I'm trained one no. time. No, every time I call you and you say, I'm tired. It's okay, I'm a woman. It's okay, you're a woman, it's okay, Freunde. Klassischer Pre-Workout-Snack. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das hier funktioniert jetzt. Manuel kauft nicht selber ein. Lisa, you think we should pick banana? No. No? Freunde, das war jetzt die schwerste Geburt, wirklich, die man sich nur vorstellen kann. Wir sind erstens zum falschen Gym gefahren. Dann mussten wir zweitens, glaube ich, eine Stunde auf unsere SIM-Karten warten, damit wir Internet haben. Jetzt drittens, sagen, dass wir hier trainieren können, muss man so einen Vertrag unterschreiben, zahlen und so weiter, bla bla bla. Das hat auch nochmal ewig gedauert, jetzt sind wir hier. Ist jetzt kein großes Gym und so weiter. Ich glaube, wir haben jetzt mal alles, was wir brauchen. Wir trainieren jetzt einfach mal, Push-Session steht an und ja, let's start. Five more. Four. Three. Come on, Lisa. Two more. And again, one last breath, Lisa. I'm helping you. Freunde, wir haben mal wieder die Waage jetzt auf 90 Kilo gebracht. Wisst Bescheid, ich bin jetzt seit November im Aufbau. Ich habe mit, glaube ich, so 82 gestartet. Wir haben jetzt Mitte März 90 Kilo, das heißt 8 Kilo jetzt eben in 4,5, 5 Monaten. Ich würde mal sagen, eigentlich nicht mal so langsam aufgebaut, aber drauf geschissen, Freunde. Ich schätze mal, in 1, 2 Monaten sind wir wieder back im Cut. Ist für uns auch wichtig, weil ein geiles Projekt und so weiter ansteht. Und da will ich einfach in Form sein, da will ich am Start sein. No! What? Is this all? I need my proteins. You say one bite, it's bigger than my bite. It's not nougat. Beste, Freunde, beste. How can they save money? What? Money? Discount. I teach you yesterday, baby. Lose money? What do you mean? You don't lose money. Ah, code, money. Money. Ah. It's moment when I stupid and don't understand what you say me. What Manuel? Manuel! It's really young, I like it. You get the money later, Freud, okay? Nice. Ihr wisst Bescheid, Code Manuel bei ESN verwenden und maximal zu sparen. Yay! Freunde, ihr wisst Bescheid. Jede Woche haben wir eine geile Aktion am Start. Da haben wir gerade 20% auf Vitalstoffe, 25% auf Athletic und 50% auch auf Proben. Das heißt, geil, um einfach ein paar Proben abzustauben fürs Reisen oder generell um Produkte auszutesten. Athletic, Freunde, alle essentiellen Vitamine, Mineralstoffe, Nährstoffe, Freunde. Super geiles Supplement und Vitalstoffe heißt mehr oder weniger alle diese Daily
wie Saps zum Beispiel Magnesium, Freunde, und. Deswegen, Freunde, bei Yesen, Code Manuel verwenden, damit ihr die Rabatte bekommt. Könnt ihr immer verwenden, Freunde, auch wenn keine Aktion ist. Unterstützt somit uns und natürlich, Freunde, spart ihr. Deswegen, Kuss geht raus an alle, die mit Code Manuel bestellen. Okay, perfekt. Werbung auch abgedreht. Lisa is now doing my job. That's now her channel. Bye bye. It's my camera. I'm famous. It's my day. Let's go. Okay. Ciao. Ciao. Okay, where we go now? Freunde, schau dich mal an. I want to show the people the background. It was me tasting Mini Burger. Mini Burger. Mini Burger. Mini Burger ist ja. Ist ja so süß. You wear these shoes. Destroying the whole outfit. It's not good? It's not good. But it's not comfortable shoes. It's very comfortable. It's not comfortable. I like. You can wear this. I'm not saying you want. Why you say this? But you want my shoes? I am not clone. Der Plan für jetzt ist, die Altstadt hier auschecken. Die will ich euch nämlich auch zeigen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie sie ausschaut. I hope we have new clothes today. Okay, also das habe ich mir selbst eingetrommelt, weil ich ja gesagt, ja, die haben dort gute Preise und so weiter. Mal schauen. Das wird teuer. Ich mein Geld, also, aber egal, Freunde, jetzt sind wir ausgewandert, zahlen keine Steuern. How much you can drink? I can drink all the bottle. Boah, Whisky Cola, one bottle. Yes. Leute, gestern, I was on my Snapchat, übrigens Snapchat abonnieren, Freunde, beziehungsweise Snapchat adden, Manuel Haas, einfach zusammengeschrieben, ich küsse euer Herz. Digga, was geht da jetzt ab? Das ist einfach ein Orangenbaum. Oh, try to eat. It's so sorry. Oh. Freunde, George ist auch zufällig hier, wir schrecken ihn jetzt. Georg! Er checkt sich, der checkt sich, Freunde. Georg! Moin, moin! And my sister texted me on Snapchat something. I don't remember what. And Lisa, she was, what woman? What do you say? Who is it? Who is it? Aber really aggro. You see the second name? Haas. It's your car. This one, the white one? Ha 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 ha. Imagine, you have this car. I have Urus. You have this. So ist sie also echt drauf. Einmal im Urus gesessen. Lisa, that's not kind and it's not humble. What is humble? It's... Humble is cheap. When do I have birthday? 15 April. Freunde, ich hoffe, sie fragt jetzt nicht schon. You have 12 December. Joke, 14. Wenn ihr wüsstet, dass ich eigentlich wirklich 12 gedacht habe. Ich musste gerade eine 50-50 Guess machen, Freunde. Scheiße. Aber you have birthday. You don't know. Oh shit. I'm watching the rise, and I wouldn't say I'm shocked, cause I'm hardly surprised. This one's for the ride, this one's for who knew I'd make it, just needed some time. This one's for my wife, could've left 1,000 times, just so by my side. Блядь, Джордж, ёб твою мать, ты ё... Sorry, bro. So ein braver. Хорошенький? He fat. To the videos, they thought I was a black guy. That's hard to get over. I'm foreign in this world, but I'm fully devoted. I don't take it for granted that the door's been open. Enchantix. Perfecto. Freunde, wir sind ja momentan auf einem Non-Koffein-Trip, George und ich, weil wir dialed in sind. Deswegen gibt es nur Sparkling Water hier, die komplette Abzocke. Wie viel Milliliter? 200 Milliliter für 1,30, Digga. Prost auf euch. Seit 2 Wochen übrigens jetzt wirklich Zero Koffein. Du auch, George? Kaffee. Aber wir haben gesagt, kein Pre, oder? Okay, stimmt. Wir haben eigentlich gesagt, kein übertriebenen Pre-Worker-Booster. Das Ding ist, wir waren halt manchmal schon so, dass wir 400, 500, 600 Milligramm Koffein genommen haben vom Training. Ja, ich zumindest. George aber auch manchmal Energy und Booster. Ja. Und bisher läuft es gut. 2 Wochen jetzt, wie gesagt, ohne übertriebenen Mengen an Koffein. So, tatsächlich auch auf Softgetränke und so weiter verzichtet. I don't know. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, Freunde. Deswegen Wasser, Freunde. Die Quelle. We buy 5 Euro Creed Aventus. Yes. This 500 pound Euro. Now 505 Euro. This is Viagra. Ich rieche einfach nur seine Zigarettenhände, Digga. Two parfum, 1000 Euro. Big chef, small chef, very small chef. Why? Aber da sieht die Verpackung nicht schlecht aus im Vergleich zu deinem, George. Nein. Leute, 5 Euro dieses Teil. In Russia, this perfume price 35,000 rubles. We buy for 10 years. I would just give... It's my... My hoodie! It smells good! Yes! I like Turkey so much!
Freunde, ich sag's euch, ein neuer Tag ist angebrochen. Schaut euch das bitte mal an. Wir sind hier am Beach. Keine Sau am Strand, Alter. Wir haben uns da zu so einem Beachclub gehauen. Beachclub, ja, moin. Okay, Beachclub ist das jetzt nicht, Freunde. Auf jeden Fall haben wir da jetzt so ein paar Liegen, weil viele mal fragen so nach den Kostenfakten. Ich weiß nicht, 6 Euro jetzt pro Liege für den ganzen Tag. Finde ich, geht klar. Ich hab, man gibt definitiv heftigere Sachen an anderen Orten. Auf jeden Fall, Alter, es ist windstill. Die Sonne scheint, Freunde. Wir haben Rest Day. Absolut geiler Tag einfach, Mann. Ich schicke euch ganz viele Sonnenstrahlen rüber, Freunde, falls bei euch das Wetter gerade nicht so schön ist. Wie ist er auch am Start? Der kleine Hund hier auch am Start. Lisa, you like? Mhm. It's beautiful. Das war überzeugt. George? I like. I like, passt. Jetzt genießen wir einfach mal ein bisschen ein paar Sonnenstrahlen, Leute, weil ich will auch Bräune tanken, Freunde, damit wir im Sommer dann die absolut geilste Shape ever haben. Shredded, gebräunt, besser geht's noch nicht, Freunde. Let's go.